Europa ist für mich vor allen Dingen Sicherheit und Frieden. Wir haben schon seit über 70 Jahren Frieden in Deutschland und in Europa. Und das liegt natürlich an der Europäischen Union, dass Länder sich gesagt haben, wir arbeiten zusammen, wir haben ein Friedensprojekt, das bisher sehr stabil läuft. Wenn wir uns angucken, in der Welt sind so viele Krisenherde, es gibt Tausende von Flüchtlingen weltweit, aber Europa hat als Friedensprojekt Bestand gehabt. Auf der anderen Seite ist Europa für mich Stärke und Chancen. Stärke im Sinne von, wenn wir zusammenarbeiten, können wir weltweit viel mehr bewegen, als wenn jeder Staat für sich alleine wirtschaften würde oder handeln würde. Weil wir haben die großen Player wie eben die USA, wie China, auch Russland, auch Indien zum Beispiel. Das sind Länder, die spielen einen großen Part in der Wirtschaft und auch in anderen Punkten. Um da standzuhalten als Europa mit vielen kleineren Ländern, können wir nur zusammenarbeiten und müssen wir zusammenarbeiten. Das hat sich bewährt. Und wird auch in den Fragen von morgen, das ist auch zum Beispiel Klimawandel, das ist die industrielle Revolution, die digitale Revolution, da muss es auch Europa Bestand haben, deswegen ist es weiterhin wichtig.